Marvelous AQL. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Half Minute Hero 2 The Second Coming. Ich habe, wie dem einen oder anderen von euch vielleicht auffällt, zwischen den zwei Folgen hier nochmal ganz schnell ein Level gemacht, ein bisschen Gold gesammelt. 565 Goldmünzen haben wir jetzt. Ich habe auch einen kurzen Blick in den Raum der Göttin geworfen, da im Hauptmenü, wo es ja hieß, wir können da Sachen freischalten mit Gold. Und da mit diesem Gold ist tatsächlich wohl das Gold gemeint, das die Göttin einsammelt am Ende der Quests hier. Denn da hatten wir 3000 irgendwas zur Verfügung und wir haben ja hier noch 565. Und vor allem gab es da auch eine Galerie mit Monsterbildern und Bildern von den Bossen und sonst allem. War ganz cool. Vor allem habe ich da rein zufällig gesehen, wie viele Bosse dieses Spiel hat. Und ich kann euch sagen, das verspricht noch ein sehr interessantes und sehr langes Let's Play zu werden. Aber jetzt marschieren wir hier erstmal südlich über die Brücke. Denn hier wartet schon der nächste Check auf uns. Vorher, vielleicht kann ich ja hier unten noch was schnetzeln. Aber mal hier umsehen. Wie weit runter kann ich wohl? Ach, guck mal, ich kann ganz runter. Das ist ja... Kann ich hier in die Höhle? Small cave, there's nothing there. Also eine kleine Höhle, in der nichts ist. So, hier verkauft jemand wieder Herbs. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Vielleicht sollte ich im Moment keine Kräuter verkaufen. Es muss an mir liegen, aber ich dachte, ich hätte die Stimme eines kleinen Mädchens gehört. Der Zeltmann sagt, ich habe keine Ahnung, was außerhalb des Zeltes geschieht. Und Ovalia, oh, was ist denn hier los? Irgendwas ist passiert. Ich frage mich, vielleicht sollte ich gehen und mir das mal ansehen. Ach, hier, jetzt ist er hier wieder da. Das sind ja alle keine Gefahr mehr. Kann ich hier über die Brücke? Kann ich auch. Und immer nach diesen Münzen suchen, unterirdisch, ist auch nichts zu finden. Ob es hier noch irgendwo Münzen gibt? An irgendwelchen Stellen? Man konnte ja, wir haben ja so eine Evil-Lord-Münze da oben irgendwo gefunden. Gut, aber der Schrei kam offensichtlich hier aus diesem Dorf, also starten wir einfach jetzt mal unsere nächste Queste. Denn diese Checks, das ist ja immer so ein Queststart, ne? Oder nicht? Stopp! Aufhören! Lasst meine Tochter in Ruhe! Sei still! Wenn du sie zurückhaben willst, dann bringst du mir in 30 Sekunden 10.000 Goldstücke. Komm zu unserem Versteck im Süden, sobald du das Geld zusammen hast. 10.000 Gold? Das ist unmöglich! Beeil dich und sammle alles Geld in diesem Dorf! Mama! So ein fieser, feister Bösewicht. Das geht ja mal gar nicht. Wir sind vom mutigen Königreich. Ist etwas passiert? Die Diebe sind plötzlich aufgetaucht, hier in diesem Dorf, und haben Probleme gemacht. Unsere Tochter wurde gekidnappt. Sie verlangen eine große Summe. Was sollen wir nur machen? Rio, wir müssen diesem Mädchen helfen. Was sagst du da? Wir haben uns die Situation angesehen. Das hier hat nichts mit den dunklen Lords zu tun. Wenn wir Zeit haben, hier auf diese Art und Weise rumzuspielen, sollten wir nach First Shot Castle zurückkehren und Bericht erstatten. Du willst das Mädchen einfach im Stich lassen? Rio, du bist der Commander. Wir helfen, oder? Warum kannst du nicht verstehen, dass solche Aktivitäten unsere Mission gefährden? Wir werden helfen. Das wollte ich hören. Was sagst du da, Commander? Ohne die Hilfe einer großen Anzahl von Leuten wäre ich schon vor langer Zeit gestorben. Das ist alles. Was bedeutet das? Das hier ist nicht Teil unserer Mission.
Es gibt keinen Grund, dem Commander zu gehorchen. Ich gehe nach Hause. Ich berichte das der Königin. Mach nur. Mach doch, was du willst. Mir ist egal, was passiert. Yashu ist abgehauen. Ich habe ja gerade Asuras Wrath gespielt. Yashu, da muss ich jetzt immer an Yasha denken. Ryu und Yashu haben beide ein sehr starkes Pflichtgefühl, aber hier unterscheiden sie sich, nicht wahr? Aber ist das wirklich in Ordnung? Können wir ihn einfach so gehen lassen? Ich bin sicher, Yashu wird es irgendwann verstehen. Lass uns sehen. Die Kräuter, die ich verkauft habe, wurden gestohlen. Bitte hör auf, mich zu bedrohen. Wie es aussieht, sind diese Diebe immer noch dabei. Wir können keine Zeit verlieren. Und zack. Fight the Thieves. Quest 3. Ryu, ich habe mir das von oben angesehen. Du kannst eine Menge Geld machen, wenn du deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten steckst. Du bist fast des Titels Krieger der Zeitgöttin würdig. Oh, übrigens. Du solltest diese 10.000 Gold nicht an diese Diebe verschwenden. Die einfachere Lösung wäre es, mir das Geld zu geben und mich das Ganze erledigen zu lassen. Göttin, wovon redest du da? Ich habe dieses Geld nicht und es gibt bessere Wege. Wir werden diese Diebe einfach besiegen. Oh, natürlich, natürlich. Natürlich, das wusste ich. Ich habe sogar gesehen, wohin diese Diebe entkommen sind. Ah. Das ist das Versteck der Diebe. Oh, die leuchten rot. Aber anscheinend haben sie bei der Brücke Wachen stationiert. Wenn du die besiegen kannst, ist das Problem gelöst. Diese Bande von Dieben hat im Dorf noch andere böse Sachen gemacht. Also musst du jeden einzelnen von ihnen bestrafen. Und jetzt muss der Krieger der Göttin sich auf den Weg machen. Ich starte die superschnelle Level-Up-Magie. Wumms. Und damit geht's auch schon wieder los, ihr. Jetzt gibt's... Oh. Jetzt gibt's aufs Maul. Ah, mein Geld ist resettet? Das finde ich aber nicht gut. Warum resetten wir einfach mein Geld? Was soll denn das? Also da bin ich ja noch ein bisschen eigen jetzt. Das können wir doch nicht einfach machen. Wozu habe ich denn das ganze Geld gefarmt, wenn das jetzt einfach... Oh. Hat noch geklappt. So, hier, komm. Den auch noch. Komm, zack. Komm schon. Gut, dann drehen wir halt die Zeit zurück. Hui. Bitte, rette mein Kind. Die Diebe sind nach Süden gegangen. Diese miesen Diebe. Erst das Mädchen und jetzt auch noch meine Kräuter. Und den Salat können wir uns auch nicht kaufen. Das sind 500 Gold. Bitte, ich werde von dem Dieb hier hinten bedroht. Helft mir. Von diesem Tage an ist das hier ein Diebeshändler. Und die, die keine Diebe sind, die werden dafür bezahlen müssen. Hast du ein Problem damit? Ja. Ah, mein Traum, ganz viel Geld zu machen. Das ging jetzt aber schnell. So, welchen Level brauchen wir denn wohl? Danke, bitte. Willst du ein bisschen Salat haben? Ich würde sagen, wir schnetzeln uns hier nochmal durch die einfachen Kämpfe. Durch die blauen. Das bringt zwar nicht so viel, aber es ist ein Anfang. So, jetzt haben wir genug Power für die Goblins. So, und dann gucken wir mal hier. Oh, hier, drei Quests sogar. Hey, du, Diebe sind hier vor kurzem durchgekommen und haben die Göttin eine Statue gestohlen. Ach du Scheiße. Sie war sehr schwer, aber sie haben sie trotzdem mitgenommen. Die Göttin in Statue. Die Göttin in Statue ist nicht schwer! sie hat von der Statue gesprochen, nicht von der Göttin, aber ich habe gesehen, wie sie in den Wald im Norden gebracht haben. Ein Wald wäre ein guter Platz, um einen Baum zu verstecken, aber die Göttin in Statue müsste sehr offensichtlich zu sehen sein. Hier, sie haben sie in den nördlichen Wald geschleppt. Es sah so schwer aus. Ich musste sie einfach anfeuern. Ich weiß nicht, was außerhalb meines Zeltes geschieht. Ich habe gesehen, dass die Diebe ein kleines Kind in den Südwesten genommen haben. Bitte macht irgendwas, um zu helfen. Tut mir leid, Leute.
aber die Diebe haben all meine Kräuter mitgenommen und sind in die Höhle im Osten geflohen. Doch wir müssen erstmal nach Norden. Hier, da ist er. Die Göttinnenstatue. Wow, diese Steinstatue ist schwer. Aber warum stehe ich eigentlich in der Steinstatue? Oh, Dieb gefunden. Und die haben mich auch noch gefunden. Was sollen wir machen, Rio? Wir können das Ding nicht einfach zurückschleifen, oder? Wenn wir die Diebe erledigt haben, vielleicht können wir ja die Statue zurück ins Dorf prügeln. Oh, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Nachdem ich so viel Zeit dort verbracht habe, sie zu tragen. Komm hier. Schnetzel, Schnetzel, zack. Okay, zurück ins Dorf. Ah! Was macht sie denn mit mir? Die Göttin muss sehr an ihren Statuen hängen. Ja, und ich denke, wir hängen ganz sehr an unserer Zeit. So, und weiter geht's. Schnetzel, 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 Schnetzel. Hier die Goblins weggeschnetzelt. Hero Slash. Und dann gehen wir gleich mal in die Höhle im Osten. Da sind ja die Kräuter drin. Was habt ihr getan? Stört mich nicht, wenn ich die Kräuter stehle, die ich hier gestohlen habe. Esse, die ich hier gestohlen habe. Mein Lieblingsessen. So, das geht aber mal zack, 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 zack. Keine Chance. Ich wollte wenigstens ein Kraut essen, bevor ich sterbe. Na, damit sind die Kräuter zurück. Ja. 30. Hör mal zu, eine Göttinnenstatue ist aus dem Himmel gefallen. Okay, jetzt müssen wir nur das Kind noch retten dann. Kraut und Kraut gekauft. Nö, wir gehen noch mal kurz hier schnetzeln. Wir haben noch ein paar Sekunden. Okay, das nervt so ein bisschen, ob ich das auch abstellen kann. Diese Animation. Hey, wir haben ein Achievement gekriegt. Gut, dann jetzt können wir die hier alle wegschnetzeln. Ich würde sagen, dann hauen wir jetzt die Diebe hier auch weg. Hast du das Geld oder was? Ich bin hier, um euch zu töten. Wie war das? Versuch's doch! Idiot, weißt du, wen wir auf unserer Seite haben? Den Meister-Bodyguard. Ja, und? Wer bist du? Ein Soldat oder irgendwas ähnliches? Naja, was immer du auch bist, du hast zumindest Mut, hierher zu kommen. Ja, einfachen Soldaten werdet kein Problem sein. Einfache Soldaten? Ja, Meister-Bodyguard, du bist unsere einzige Hoffnung. Zack, Schnetzel. Oh, der hat keine Chance. Ich? Besiegt? Ich weiß nicht, wo ihr Soldaten herkommt, aber ich sage euch, ihr gewinnt nichts dadurch, dass ihr Diebe tötet. Du bist reit. Du bist reit, genau. Du hast recht, das hier ist definitiv nicht Part unserer Mission. Aber Leuten zu helfen, ist Belohnung genug. Was für ein schlechtes Glück ich habe, dass ich ausgerechnet so einem Typen wie dir begegne. So, und dann können wir gleich weiter. Alles, was noch übrig ist, ist die Geiseln zu retten. Beeilung, uns geht die Zeit aus. Das geht euch nichts an, aber ihr müsst ja trotzdem herkommen. Ihr mögt denken, dass ihr mich habt, aber ich habe eine Geisel. Ah, Hilfe! Du Feigling. Na los, mach noch einen Schritt. Ich werde keine Gnade zeigen. Verstehst du es nicht? Das ist die Macht des Boss-Diebes. Hey, sollte eine Kommandoeinheit wie ihr wirklich so viele Probleme mit ein paar einfachen Dieben haben? Yashu! Was zur... Schätze mal, am Ende hattest du doch das Bedürfnis zu helfen. Hab mir überlegt, ich kann's genauso gut machen. Überlass das Kind mir. Ich erledige das hier schon. Okay, mach das. Von hinten angreifen, was für ein Feigling. Ich will euch die Macht des Bosses zeigen. Die Macht des Bosses ist es, in den Arsch getreten zu werden. Shit, ich habe keine Wahl. Diebe, verteilt euch! Und die Quest ist geklärt. Gut gemacht, Ryu. Es sieht aus, als ob wir nicht nur... als ob wir uns nicht nur um die Überbleibsel der dunklen Lords gekümmert haben, sondern auch noch die Diebesbande in einem einzigen Satz erledigt haben. Naja,
Wie auch immer, Yashu scheint ja den ganzen Kredit für sich beansprucht zu haben. Oder den ganzen Ruhm. Ruhm ist besser das Wort. Das ist schon in Ordnung. Es hat schon gereicht, dass er gekommen ist. Ryo, du bist so, jetzt komme ich nicht aufs Wort. Du verzeihst so schnell. Vielleicht bist du sogar ein bisschen naiv. Du passt besser aus, oder ich betrüge dich noch um dein ganzes Geld. Ach, wirklich? Naja, wie auch immer. Ihr seid wirklich ein ziemlich gutes Team. Das denke ich auch. Ja. Arbeitet weiter so gut und macht weiter ganz viel Geld. Ich kann gar nicht drauf warten, was die nächste Mission sein wird. So, 78 Gold haben wir gekriegt. Du hast uns gerettet, Yashu. Das Kind wurde zu ihrer Mutter zurückgebracht. Was ist denn mit dir? Hat ja eine ganze Weile gedauert, bis du es dir überlegt hast. Ich konnte es einfach nicht gestatten, den Namen des königlichen Kommandos zu beschmutzen. Sicher, was auch immer du sagst. Hört endlich auf mit diesen unnötigen Aktionen. Lass es besser nicht vergessen, Commander Ryo. Wir haben uns um die Diebe gekümmert. Jetzt kehren wir nach First Shore Castle zurück. Zumindest in der Theorie, in der Praxis will ich erst noch mal hier gucken, aber da ist nichts mehr. Ach, wir kriegen unser Geld dann hinterher wieder. Das ist natürlich schön. So, hier ein Wolf schnetzeln. Der irgendwie gar kein Wolf war, sondern eine Wehrratte oder irgend sowas. Oder eine Kriegsratte oder irgendwas in der Art. So, können wir hier irgendwo noch irgendwas kaufen? Nö. Gut, dann marschieren wir einfach mal spontan weiter. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Vielleicht hier oben. Hier gibt es auch wieder Kräuter zu kaufen. Hey, Mr. Yashu, danke für die Hilfe. Du hast mein Kind gerettet. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, was mache ich denn mit dem ganzen Geld, was ich hier so nebenher anspare jetzt? Das ist ja schon ein bisschen... Ne? So, und jetzt können wir hier endlich nach Westen zurückkehren. Noch ein bisschen schnetzeln hier nebenbei, wenn wir schon mal da sind. Haben wir nichts zu verlieren. Ich wüsste gerne, wenn wir jetzt zum Schloss zurückkehren. Hier ist auch nichts, ne? Das Gerücht war also wahr. Ah, endlich Frieden. Darum haben wir eine Göttinnenstatue aufgestellt. Oh oh. Die Schlösser der dunklen Lords sind weg. Hier könnten wir auch ein Kraut kaufen. Aber das brauchen wir nicht. So, ist hier irgendwie ein Check? Nee, ist nicht. Das heißt dann wohl, dass hier noch keine neue Queste startet, oder? Lang leben die Kommandos! Die Rückkehr der Helden aus der Legende. Seid ihr hungrig? Ja komm, können wir machen. Mit 700 Gold auf der hohen Kante können wir das machen. Gut gemacht, hervorragend, bravo! Dieses Land hat nichts mehr zu befürchten, wenn ihr für uns arbeitet. Zack! Sir Ryo, es gibt eine neue Mission! Eine neue Mission so schnell, nachdem wir die dunklen Lords besiegt haben? Ohne uns wären die echt verloren. Mir wurde gesagt, dass diese Mission für Sir Ryo und Sir Ryo ganz alleine ist. Ach nö. Was? Sir Guy und Sir Yashu sollen zum königlichen Palast zurückkehren. Hä? Was? Was für eine Mission? Die Mission ist top secret. Ich darf euch das nicht sagen. Ich soll Sir Ryo zu einem festgelegten Ort bringen und ihm dort die Details erklären. Die drei von uns haben immer zusammengearbeitet. Tut mir leid, aber das hier kommt nicht aus dem strategischen Hauptquartier. Dies ist ein Befehl direkt von der Königin selbst. Die Königin? Dann haben wir keine Wahl, als zu gehorchen. Als Diener des Palastes ist es unsere Pflicht, der Königin zu gehorchen. Du scheinst, als würdest du für die Königin einfach alles tun. Und wir sollen jetzt einfach abhauen und Ryo alleine lassen? Ist das unsere Ehre? Was implizierst du da? Hört auf, ihr beiden! Ich muss einen Grund dafür geben. Ihr beide geht nach Hause zurück. Wenn du das so willst, ist das in Ordnung, aber mehr muss nicht gesagt werden. Unsere Hauptaufgabe ist es, den königlichen Palast zu beschützen.
Ich werde für dich am Hafen. Ich werde am Hafen auf euch warten. Am Hafen wird er also warten. Wir haben eine neue Mission schon wieder. Und er wartet gar nicht am Hafen. Der hat gelogen. Oder meinte der einen anderen Hafen hier unten irgendwo? Es ist nur der eine Hafen, ne? Hier war doch sonst nichts, oder? Nee. Gut, aber wir haben dieses Land hier ja sowieso abgeschlossen. Oder wollte ich gar nicht reinrennen? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, pass mal auf. Wir nutzen den Rest dieser Folge, um vielleicht noch schnell Level 6 zu erreichen. Ich weiß ja nicht, welchen Level wir vielleicht später noch brauchen werden. Aber wenn wir die Option haben, und es lohnt sich auch nicht, noch was Neues anzufangen, weil es eh gleich Schluss. Von daher so einmal hier rein, einmal wieder raus, Monster sind zurück. Gibt einmal aufs Maul und gleich gibt's ein Level Up. Ein, zwei Kämpfe wohl noch. Och, musste das sein. So, hier unten war noch einer. Zack. Und wir haben Level 6 erreicht. Dann können wir jetzt hier nochmal kurz Salat schnacken. So. Und dann, ich vermute mal, der Hafen soll das da links sein. Wo wir auch eingetroffen sind hier. Aber welche Aufgabe Ryo erwartet und wie die Geschichte von Half-Minute Hero 2 The Second Coming weitergeht, das alles und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig eine Daumierung oder einen Kommentar da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Ich bin der Ryo, ich kling mich jetzt hier aus und hoffentlich hören wir voneinander, Leute. Ciao.